Fördern wir die Forschung, die sich selbst immer wieder hinterfragt, die international ausgerichtet und die streitbar ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich wollte die Rednerin in ihrer Rede nicht unterbrechen. Ich möchte aber trotzdem darauf hinweisen, Zwischenrufe sind zulässig und auch erwünscht bei einer lebhaften Debatte. Aber wenn das zu einem Massenphänomen wird, in den Zwischenrufen, kann das weder vom Protokoll wahrgenommen werden, noch dient der Debatte. Also finde ich dann den Redner auch anzuhören, selbst wenn es schwerfällt für den einen oder anderen. Und das ist ja der Sinn unserer parlamentarischen Debatte hier. Noch einmal, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben eine gemeinsame Geschäftsordnung, an die sollten wir uns halten, und zwar gegenüber jedermann. Die Meinungsfreiheit im deutschen Parlament ist ein hohes Gut, die soll man auch bewahren. Und ich verstehe die Erregung mancher, aber noch einmal, eine Vielzahl von Zwischenrufen, die nicht wahrgenommen werden können, verlieren auch ihren Sinn. Sie sind nur eine negative Geräuschkulisse.